Seit 53 Jahren sitzt er im Gefängnis. Klaus Bräunig. Zu Unrecht, sagt er. Verurteilt wurde er im Jahr 1972 in einem umstrittenen Indizienprozess. Die Richter sind überzeugt, er hat Margot Geimer und ihre Tochter Dorothee brutal ermordet. Ich bin kein Mörder, ich hab die Frau nicht umgebracht. Überraschend meldet sich nun ein Zeuge nach über 50 Jahren. Er hat Hinweise, die nahelegen, dass nicht Klaus Bräunig, sondern ein anderer Mann der Täter sein könnte. Ein Mann aus dem Freundeskreis von Dorothee Geimer. Und dieser Mann könnte einen weiteren Doppelmord begangen haben, zu einem Zeitpunkt, als Bräunig bereits in Haft war. Kann Rechtsanwältin Caroline Arnemann den Prozess neu aufrollen und die Unschuld von Klaus Bräunig beweisen? Sie trifft den Zeugen. Er war mit dem, was er geschildert hat, in meinen Augen absolut glaubwürdig. Aber mit neuen Ermittlungen im Mordfall Geimer lässt sich die Staatsanwaltschaft in Mainz Zeit. Zeit, die Klaus Bräunig nicht hat. Er ist fast 80 und mittlerweile schwer krank. Seine Anwältin kämpft gegen die Zeit. Dietz in Rheinland-Pfalz, Dezember 2022. Rechtsanwältin Caroline Arnemann ist aus München angereist. Gerichtstermin. Ihr Mandant Klaus Bräunig ist zu diesem Zeitpunkt noch gesund. Es wird verhandelt, ob er aus dem Gefängnis entlassen werden kann. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Geht's gut? Sehr gut. Gehen wir rein? Ja. Alles klar. Bräunig kommt mit seinem Freund Werner Weber. Er war früher Vollzugsbeamter. Die Männer kennen sich aus dem Gefängnis. Klaus Bräunig hofft, endlich freizukommen, auch wenn seine Anträge in den letzten Jahrzehnten immer wieder abgelehnt wurden. Raus! Das wünsche ich schon 20, 30 Jahre schon, gell? Das wünsche ich von Anfang an schon, gell? Mainz im Juli 1972. Klaus Bräunig wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Die Richter sind überzeugt, er hat die Kinderärztin Margot Geimer und ihre Tochter Dorothee ermordet. Das Urteil ist umstritten. Es gibt keine Beweise. Allerdings drei Geständnisse, die Klaus Bräunig alle widerrufen hat. Caroline Arnemann ist sich sicher, der Hilfsarbeiter mit verminderter Intelligenz war damals den Verhören nicht gewachsen. Wer hat das geschrieben? Jeder hat was geschrieben. Ich hab's bloß unterschrieben. Ich wusste gar nicht, was ich unterschrieben hatte. München, Januar 2023. Post vom Gericht. Es hat Bräunigs Entlassung wieder abgelehnt. Zum sechsten Mal. Immer aus demselben Grund. Der Richter sieht ein Rückfallrisiko, weil Klaus Bräunig den Doppelmord bis heute leugnet. Caroline Arnemann hat schon 2020 gegen diese Entscheidungen Verfassungsbeschwerde eingereicht. Ich halte es für rechtsstaatlich hochproblematisch, sagen wir mal so, dass man ihn jetzt nach 50 Jahren immer noch im Gefängnis behalten möchte. Ich glaube, er ist damit bundesweit einer der wenigen, die überhaupt eine solche lange Haftzeit hinter sich haben. Sein Fall ist ungewöhnlich. Die Dauer einer lebenslangen Haftstrafe liegt in Deutschland im Durchschnitt bei etwa 20 Jahren. Klaus Bräunig wurde vor 6 Jahren der offene Vollzug gewährt. Das bedeutet, er darf das Gefängnis 14 Stunden pro Woche verlassen. Dennoch wünscht er sich, frei zu sein. Für die Zeit, die ihm noch bleibt. Ich will nicht im Knast sterben, ich will draußen sterben. Aber entlassen ist nicht alles, was ich habe. Die soll auf Hochdeutsch meinen Namen wieder sauber machen, was ich nicht gemacht habe. Dass ich wieder richtig mit den Leuten unterhalten kann, nicht dass sie, ach, guck mal, das ist der Mörder. Guck mal, das ist der Mörder, was ich gar nicht gemacht habe. Scheiße. Ein Leben lang im Gefängnis, womöglich unschuldig, das wäre ein Justizskandal.
Die ARD-Crimetime-Dokumentation über seinen Fall im Sommer 2022 erregt Aufsehen. Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland jemand seit mehr als 50 Jahren im Knast sitzt? In der Kriminalgeschichte gibt es manchmal Fälle, bei denen man an der Schuld der Verurteilten zweifelt. Auf die Berichterstattung hin meldet sich ein Mann bei ARD Crimetime. Er sieht einen Zusammenhang zu einem anderen Doppelmord in Mainz. Er sagt, der Täter, der diesen Mord begangen hat, könnte derselbe sein, der Dorothee und Margot Geimer getötet hat. Eine neue Spur für Caroline Arnemann? Sie kommt nach Mainz, will mit dem Mann persönlich sprechen. Der Zeuge macht konkrete Angaben, sagt, dass er den möglichen Täter namentlich kennt. Die Rechtsanwältin will den Hinweisgeber allein treffen, ohne Kamera. Der andere Doppelmord, von dem der Mann spricht, geschieht in Hechtsheim, einem Stadtteil von Mainz, im März 1984. Eine Mutter und ihr erwachsener Sohn werden tot aufgefunden. Die Zeitung berichtet, mit Genickschüssen getötet. Eine Hinrichtung. Der oder die Täter werden nie gefunden. Der Hinweisgeber scheint mehr zu wissen als die damaligen Ermittler. Kann das sein? Er war mit dem, was er geschildert hat, in meinen Augen absolut glaubwürdig. Das, was er mir berichtet hat, passt auch zu den Erkenntnissen, die ich bislang schon hatte. Der Mann, den der Zeuge verdächtigt, soll Dorothee Geimer und auch eines der Opfer in Mainz-Hechtsheim gekannt haben. Caroline Arnemann sieht einen begründeten Verdacht, informiert die Staatsanwaltschaft in Mainz, fordert Ermittlungen. Der Zeuge ist bereit, vor der Polizei auszusagen. Ergeben sich dadurch Beweise für Bräunigs Unschuld, wäre das der Durchbruch für ein Wiederaufnahmeverfahren. In Karlsruhe gibt es bereits einen Durchbruch. Beim Bundesverfassungsgericht hatte Caroline Arnemann Beschwerde gegen die Haftdauer eingelegt. Mit Erfolg. Die Begründung des Landgerichts, warum Klaus Bräunig hinter Gittern bleiben soll, halten die Richter für nicht schlüssig. Konkret ging es darum, dass bemängelt wurde, dass das Lebensalter von Klaus Bräunig angesichts auch der Vollzugsdauer nicht ausreichend Berücksichtigung gefunden hat, dass die Langzeitausgänge, die er als sozusagen maximale Lockerungsstufe schon erreicht hatte, nicht zu seinen Gunsten bewertet wurden. Das Landgericht hatte sich vielmehr auf den Standpunkt zurückgezogen, dass er diese Langzeitausgänge ja sinngemäß nur deshalb erfolgreich absolviert hat, weil er wusste, wenn er das nicht tut, kommt er nicht raus. Dass das höchste Gericht Deutschlands ihren Beschwerden stattgegeben hat, ist ein sensationeller Erfolg. Zwar ist Klaus Bräunig damit nicht automatisch frei, aber seine Chancen, aus der Haft entlassen zu werden, sind enorm gestiegen. Das Landgericht muss jetzt nach den Vorgaben der Verfassungsrichter neu verhandeln. Caroline Arnemann fährt nach Dietz. Es ist das erste Mal in 50 Jahren, dass ein Gericht für Klaus Bräunig entschieden hat. Das will sie ihm persönlich mitteilen. Sie brauchen jetzt von mir nur einen Ausweis. Ja, mache ich Türen auf. Danke. Nur die Rechtsanwältin darf Klaus Bräunig besuchen. Er musste wieder in den geschlossenen Vollzug. Der Grund ist seine schwere Erkrankung. Herr Bräunig braucht mittlerweile tägliche Pflege und medizinische Versorgung, die wir hier schlicht und ergreifend im offenen Vollzug nicht gewährleisten können. Arnemann läuft die Zeit davon. Sie muss den Antrag auf Wiederaufnahme bald stellen. Alles Gute. Er ist krank und tatsächlich mache ich mir Sorgen, wie es für ihn gesundheitlich weitergeht. Man sieht ihm an, dass er krank ist. Ich kann nur hoffen, dass die Ermittlungsbehörden schnell agieren. Die Hinweise auf einen anderen möglichen Täter liegen inzwischen seit 4 Wochen bei der Staatsanwaltschaft in Mainz. Die erklärt auf Anfrage, dass sie zu Interviews grundsätzlich nicht bereit sei. Die Antwort kommt schriftlich. Es werde geprüft, ob ermittelt werden soll. Und es lässt sich nicht verlässlich abschätzen, wie lange diese Prüfung zeitlich in Anspruch nehmen wird. Dabei gibt es offensichtlich Parallelen zwischen den zwei Taten. 1970, Margot Geimer und ihre Tochter Dorothee. Der erste Doppelmord. Der neue Verdächtige kennt Dorothee aus der Schulzeit.
14 Jahre nach dem Mord an den Geimers der zweite Doppelmord. Rainer Kramschuster und seine Mutter Gisela. Der Verdächtige kennt auch Rainer. Sie sind zusammen in der Schule gewesen. Der Doppelmord an Mutter und Sohn ist bis heute nicht aufgeklärt worden. Ein Cold Case. Mehr ist bei der Mainzer Polizei nicht zu erfahren. Was ist damals passiert in Mainz-Hechtsheim? März 1984. Eine Anwohnerin wundert sich, dass die Rollläden bei ihren Nachbarn tagsüber geschlossen sind. Sie findet schließlich die Leichen, erschossen. Der Sohn liegt tot im Bett, ein Klebeband auf dem Mund. Die Mutter, mit Schlafanzug bekleidet, im Wohnzimmer. Es gibt keine Einbruchsspuren. Die Mutter wird morgens um 9:30 noch von Nachbarn gesehen. Sie kommt vom Einkaufen. Um 2 Uhr winkt sie einer Nachbarin aus dem Fenster zu. Am späten Nachmittag gibt sie Klavierunterricht. Die Familie ist bekannt und beliebt in Hechtsheim. Niemand kann sich den Mord erklären. Der Sohn ist Lehrer an einem Gymnasium in Ingelheim. Um 10:50 ist Schulschluss. Er verlässt die Schule. Am Nachmittag hält er sich in Bad Kreuznach auf. Um 4:30 fährt er nach Mainz zurück. Um 5:30 wird er bei einem Gespräch mit einem Mann gesehen. Am Tag zuvor hatte er seinen Renault Alpine zum Verkauf inseriert. Gegen 18 Uhr ruft ihn ein Bekannter zu Hause an. Kurz danach sieht eine Nachbarin ihn zum letzten Mal. Wieder im Gespräch mit einem Mann, der sich für den Sportwagen interessiert. Ist der Mörder unter den Kaufinteressenten? Liegt hier das Motiv? Das ist die zentrale Spur, die die Polizei damals verfolgt. Aber die Wagenpapiere sind noch da, auch der Autoschlüssel. Und der Sportwagen steht unberührt vor der Tür. Ein mysteriöser Fall. Mit Parallelen zum Doppelmord an Margot und Dorothee Geimer aus dem Jahr 1970, für den Klaus Bräunig verurteilt wurde. Auch die Geimers werden nachts getötet. Auch sie schlafen, als ihr Mörder ins Haus kommt. Aber sie werden nicht erschossen, sie werden erstochen. Die Tatwaffe, vermutlich ein Puma-Messer. Und auch hier keine Einbruchsspuren. Eine Waffe ist das Einzige, was in der Mordnacht im Haus der Geimers gestohlen wurde. Kein Geld, kein Schmuck, nur diese Waffe. Sie ist in einem Schreibtisch deponiert, eine Smith & Wesson Kaliber 22. Die Polizei sucht nach der Waffe. Klaus Bräunig macht widersprüchliche Aussagen zum Verbleib in seinen, später widerrufenen, Geständnissen. Die Waffe ist bis heute verschwunden. Natürlich habe ich erzählt, gell? Aber ich wusste gar nicht, was für eine Waffe. Ich wollte mal bloß meine Ruhe haben. Caroline Arnemann denkt, dass Klaus Bräunig falsche Geständnisse abgelegt hat, weil er den tagelangen Vernehmungen der Polizei nicht standhielt. Sie glaubt zudem, dass die Polizei damals unter starkem Druck stand, den Mörder zu finden. Es gibt zunächst nur Vermutungen darüber, was vom 12. auf den 13. April 1970 passiert sein könnte. Die Nacht, in der Margot und Dorothee Geimer ermordet wurden. Es gibt keine Zeugen, keine Spuren. Auch ein Motiv für den Mord ist nicht zu erkennen. Der Mord an der bekannten Mainzer Kinderärztin und ihrer Tochter sorgt für große Aufregung in Mainz. Zudem versetzen Spanner, die sich in der Stadt herumtreiben, die Menschen in Angst. Die Polizei verknüpft die Fälle und vermutet, der Mörder der Geimers könnte in dieser Szene zu finden sein. Sie schickt Zivilstreifen los. Die erwischen tatsächlich einen Spanner, Klaus Bräunig. Tagelang wird er verhört, fast pausenlos. Nach 5 Tagen gesteht er den Doppelmord. Dann widerruft er sein Geständnis. Gesteht wieder, widerruft. So geht das 3-mal. Er ist ohne Anwalt. Die Geständnisse sind voller Widersprüche. Und doch sind sie die Grundlage für das Urteil der Richter. Mainz. Einer, der den Fall Klaus Bräunig gut kennt, ist Klaus Puderbach. Er war als leitender Oberstaatsanwalt in Mainz mit dem Fall über Jahrzehnte befasst. In einem Interview vor 2 Jahren äußert er sich zu den umstrittenen Geständnissen. Das ist natürlich nicht auszuschließen, dass jemand ein falsches Geständnis ablegt. Aber dann ist es Sache des Gerichts, das aufzuklären. Und Sie sehen ja hier in der Sache Bräunig, in dem Urteil, das befasst sich ja
weit über die Hälfte seiner Ausführungen mit dieser Problematik, Geständnis richtig, Geständnis falsch. Das ist Sache des Gerichts. Ich bin überzeugt davon, dass das, was das Gericht da im Ergebnis gemacht hat, nämlich eine Verurteilung, auch richtig ist. Vieles bleibt allerdings ungeklärt. Auch wo die bei Geimers gestohlene Waffe geblieben ist. Ist es möglich, dass mit dieser Smith & Wesson weitere Morde verübt wurden? Sie hat dasselbe Kaliber wie die Waffe, mit der Mutter und Sohn 14 Jahre später in Mainz-Hechtsheim erschossen werden. Ist es dieselbe Waffe? Welche Ermittlungsergebnisse hat die Staatsanwaltschaft Mainz? Seit sie über die neuen Spuren informiert wurde, sind inzwischen 2 Monate vergangen. Doch der Zeuge wurde bislang nicht einmal befragt. Die Sprecherin der Behörde teilt mit: Die Prüfung dauert noch an. Ich vermag nicht verlässlich abzuschätzen, wie lange die Prüfung zeitlich noch in Anspruch nehmen wird. Auch in Koblenz braucht man noch Zeit. In dem Verfahren hier geht es nicht um die Schuldfrage, sondern darum, ob es vertretbar ist, Klaus Breunig nach über 50 Jahren Haft aus dem Gefängnis zu entlassen. Das Landgericht muss sich, nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, erneut damit befassen. Nach den Vorgaben der Strafprozessordnung ist dafür zwingend die Einholung eines Sachverständigengutachtens erforderlich. Dabei geht es um die Frage, wie sich das Lebensalter des Verurteilten auf die Wahrscheinlichkeit der Begehung schwerer künftiger Rückfallstraftaten auswirkt. Das bedeutet, das wird jetzt erstmal dauern. Es ist derzeit nicht absehbar, wie lange es dauern wird. Klaus Breunig ist alt und schwer krank. Ist es wirklich nötig, noch ein Gutachten über ihn einzuholen? Das ist jetzt nicht böser Wille des Landgerichts, dass man das macht, sondern das ist gesetzlich so vorgesehen. Wie sinnvoll das ist, gerade in so einem Fall, kann man sicherlich geteilter Meinung sein. Und das wird Zeit kosten. Zeit, die wir eigentlich angesichts der Situation von Klaus Breunig und seinem Alter meines Erachtens nicht haben. Sie sucht einen Gutachter, um dieses Verfahren zu beschleunigen. Bei einer Wiederaufnahme, in der sie Breunigs Unschuld beweisen will, hängt sie dagegen von der Staatsanwaltschaft ab. Warum es so lange dauert, dass die Ermittlungsbehörden hier in Gang kommen, um überhaupt mal Hinweisen nachzugehen, kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden hier über jemanden, der seit knapp 53 Jahren in Haft sitzt. Und da fehlt mir offen gestanden schon jegliches Verständnis, warum es so lange dauert, bis man hier mal auch nur anfängt, diesen Hinweisen nachzugehen. Klaus Breunig geht es mittlerweile gesundheitlich immer schlechter. Im Gefängnis hält man seine Situation für nicht mehr tragbar, denn er ist immer stärker auf Pflege angewiesen und die ist im geschlossenen Vollzug kaum zu leisten. Zumindest ist die Situation für uns natürlich auch nicht glücklich. Also dass wir einen Menschen, der eigentlich für den offenen Vollzug geeignet wäre, mit all seinen Freiheiten, die natürlich mit dem offenen Vollzug einhergehen, jetzt aufgrund seines Gesundheitszustandes, etwas, wofür er nichts kann, im geschlossenen Vollzug untergebracht werden muss und eben ihn ja trennen zu müssen von seinen Sozialkontakten und auch von seinem Leben, das er hier draußen die letzten Jahre auch geführt hat. So wie hier, im Sommer vor 2 Jahren. Einzel. Damals ging es ihm gesundheitlich noch gut. Nächster Halt, Limburg. Er hat Ausgang. Dieser Zug endet hier. Klaus Breunig trifft sich mit Freunden, mit seinem ehemaligen Chef Wolfgang Kerner und mit Werner Weber, der ihn jahrzehntelang als JVA-Beamter bei seinen ersten Schritten aus dem Gefängnis heraus begleitet hat. Klaus Breunig sieht die beiden regelmäßig. Das läuft immer gleich ab. Der Wolfgang Kerner kocht Kaffee, der Tisch wird gedeckt und dann setzen sich die zwei erst hin und rauchen eine Zigarillo. Und wenn die fertig ist, und dann trinken wir Kaffee. Kaffee und Kuchen. Für Werner Weber eine Erinnerung an bessere Zeiten. Er versteht nicht, was die Staatsanwaltschaft so lange prüft. Wie man immer auf Zeit spielt bei ihm. Mir kommt dazu vor, dass man hofft, man wird das ja auch jetzt mitgeteilt bekommen, welchen Zustand er ist. Man hofft vielleicht. Ich kann das ganz ehrlich so sagen, man möchte vielleicht, dass er das nicht mehr erlebt. Dann hat man sich viel Arbeit und Mühe gespart.
Ein Vorwurf, der sich nicht belegen lässt. Aber er macht sich Sorgen um seinen Freund. Weber, guten Tag, dein ehemaliger Kollege. Ich wollte gern den Klaus Bräunig sprechen. Ich weiß, er liegt im Lazarett, aber kann nicht dahin verbunden werden. Danke. Man geht im Gefängnis großzügig mit Bräunig um. Normalerweise werden Anrufe an Gefangene nicht durchgestellt. Wie geht's? Aber du machst einen frischen Eindruck. Hast du aber erst was gegessen? Und dann, wie geht's dann weiter? Ja. Der klagt nicht. Die einzige Klage, er hat immer vorgehabt, mal eine Familie zu gründen, mal zu heiraten, Kinder zu kriegen, und das alles ist ihm vorenthalten worden. Und das ist eigentlich das Einzige, was ihm wehtut. Und das Unrecht, was ihm widerfahren ist. Auch Caroline Arnemann macht sich Sorgen. Wenn Klaus Bräunig stirbt, ist der Fall für die Justiz erledigt. Dann wird es keine Wiederaufnahme, keinen Freispruch geben. Arnemann will das verhindern. Sie hat Akteneinsicht im Hechtsheimer Mordfall beantragt, will wissen, ob der neue Verdächtige dort in der Akte auftaucht. Zum aktuellen Zeitpunkt habe ich keinerlei Rückmeldung, was an Details dort veranlasst wurde, wer sich darum jetzt konkret kümmert, ob der Zeuge vernommen wird, welchen Spuren weiter nachgegangen wird. Es entzieht sich aktuell alles meiner Kenntnis. Welche Hinweise finden sich in den Akten zum Mordfall Geimer? Taucht der verdächtige Mann denn 1970 bei den Ermittlungen auf? Gehört er damals schon zum Kreis der möglichen Täter? Es gibt zumindest Hinweise im Tagebuch der ermordeten Dorothee. Der Mann gehört zum Freundeskreis der 17-jährigen Schülerin. Noch am Wochenende vor dem Mord besuchen sie zusammen ein Konzert in Köln. Und wie Dorothee handelt er mit Drogen. Die Polizei interessiert sich sehr früh für diesen Mann, er zählt zu den allerersten Verdächtigen. Auch Dorothees damaliger Freund kennt ihn und sagt aus: Ich weiß, dass er auch ein Bekannter von ihr war und dieser auch versucht hat, eine nähere Verbindung zu Dorothee zu knüpfen. Sie wollte aber nicht. Eifersucht, enttäuschte Liebe, das wäre ein Motiv. Und der Mann soll einen Schlüssel gehabt haben. Die Frage, ob der Täter vielleicht mit einem Schlüssel ins Haus gekommen ist, stellt sich schon 1970 der Polizei. Denn es gibt keine Einbruchsspuren. Es ist nicht zu erklären, wie der Mörder sich Zugang zum Haus verschafft hat. Klaus Bräunig macht in seinen Geständnissen verschiedene Angaben. Er kann nicht erklären, wie er das Haus betreten hat. Die Terrassentür steht zwar am Morgen nach der Tat offen, trotzdem vermutet die Polizei, der Täter könnte einen Schlüssel gehabt haben. Es gibt 18 Schlüssel zum Haus, Generalschlüssel. Und nach dem Mord fehlt einer. Der, so heißt es in den Ermittlungsakten, befände sich im Besitz eines vielleicht Unbefugten. Der fehlende Schlüssel taucht ein halbes Jahr nach dem Mord plötzlich wieder auf, im Garten der Geimers. Wer hat ihn dort abgelegt? Seit wann liegt er da? Die Spur wird von der Polizei damals nicht weiter verfolgt. Auch der Frage, wer wusste, dass die beiden Frauen in der Nacht allein im Haus waren, wird nicht nachgegangen. Vater Rudolf Geimer bricht am Tag vor dem Mord zu einer längeren Dienstreise auf. Wer konnte das wissen? Möglicherweise ein Täter aus dem Umfeld der Familie. Die Tötung von Dorothee deutet auf eine Beziehungstat hin. Es ist kein Sexualdelikt, sagt die Polizei. Es ging nur ums Töten. Vermutlich wurde Dorothee im Schlaf angegriffen. Sie versuchte zu fliehen, zur Tür zu kommen, schwer verletzt. Eine Wunde am Hinterkopf könnte so entstanden sein. Der Täter könnte sie zurückgerissen haben. So umklammert hat er ihr dann vermutlich die Kehle durchgeschnitten und sie aufs Bett geworfen. War es ein Racheakt, ein Mord in wilder Raserei, aus Hass? Ein Blutbad. Wer tötet so? Klaus Püschel, Rechtsmediziner aus Hamburg, schaut sich den Fall an.
Das ist kein Mensch, der sich überlegt, wie bringe ich den jetzt elegant am besten um, sondern das ist jemand, der dann tatsächlich eher so raptusartig Gewalt ausübt. Ausbrüche von Hass und Gewalt. Passt ein solches Verhalten zu dem verdächtigen Mann? Einer, der ihn länger kennt, schildert den Verdächtigen so. Er hat sich in Rage gesprochen. Gebrüllt hat er, geschrien hat er, ja. Leicht sadistische Züge, möchte ich behaupten. Das hat ihm scheinbar Spaß gemacht. Ich bin der Chef, ich bin der Boss, ja. Und das zieht sich eigentlich durch sein Leben durch. Autoritär soll er gewesen sein, auch aggressiv gegenüber Frauen. Aber ein Mörder? Ich hatte lange Zeit nichts von ihm gehört. Und dann erfuhr ich, dass ein Mord passiert sei. Er habe seine Frau erschossen. Das war das, was mir erzählt wurde. Kann ich mir aber bei seinem Charakter Affekthandlung sehr wohl vorstellen. Also in Raserei geraten und dann nichts anderes mehr als Lösung zu sehen. Das war Anfang der 2000er Jahre. Eine Beziehungstat offenbar im Affekt. Fest steht, bei einem Streit droht seine Frau damit, den Mann zu verlassen. Er erschießt sie und anschließend sich selbst. Die Polizei stellt im Haus des Mannes Waffen sicher. Zwei Karabiner, eine Schreckschusspistole, eine alte Pistole und zwei Revolver der Marke Smith & Wesson. Eine Smith & Wesson. Diese Marke wurde in der Mordnacht bei Geimers gestohlen. Kann es sein, dass mit dieser Waffe Mutter und Sohn in Mainz-Hechtsheim erschossen wurden? Kann es sein, dass der Verdächtige sich für den Sportwagen interessiert hat? Die Zeitung berichtet damals, ein Mainzer soll unter den Kaufinteressenten gewesen sein. Der Verdächtige hatte nachweislich ein Faible für teure Wagen. Zum Zeitpunkt des Mordes sind 13 Autos auf ihn zugelassen. Es ist durchaus vorstellbar, dass er sich damals für den roten Renault Alpine interessiert hat. Die Indizien häufen sich. Der Verdächtige könnte Margot und Dorothee Geimer ermordet haben. Diesem Verdacht müsste die Staatsanwaltschaft jetzt nachgehen. Er soll einen Schlüssel zum Haus der Geimers gehabt haben. Er kannte Dorothee und es gibt ein mögliches Motiv, verschmähte Liebe. Er kann gewusst haben, die Frauen waren allein zu Hause. Es gibt keine Spuren, das weist auf einen intelligenten Täter. Auffällig die Verbindung zum Doppelmord in Hechtsheim. Er kennt den Sohn aus der Schule. Und er könnte unter den Kaufinteressenten für den Sportwagen gewesen sein. Sicher ist, er ist nachweisbar bereit zum Töten. Seit einem Vierteljahr liegen der Staatsanwaltschaft Hinweise vor. Wird mittlerweile ermittelt? Wieder die gleiche Antwort. Eine Entscheidung wurde noch nicht getroffen, auch weil die Prüfung noch andauert. Was prüft die Behörde da so lange? Fakt ist, der benannte Zeuge wurde immer noch nicht gehört. Spielt die Staatsanwaltschaft etwa auf Zeit? Das weist sie zurück. Es werde zwar nicht ermittelt, aber die Akten im Hechtsheimer Mordfall Kramschuster würden geprüft. Rechtsanwältin Caroline Arnemann kann nicht mehr länger darauf warten, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnimmt. Sie will den Antrag auf eine Wiederaufnahme des Verfahrens sofort einreichen. Herr Breunig, hallo. Hallo. Wie geht's Ihnen? Mir geht's gut. Haben Sie den Schriftsatz, den ich Ihnen geschickt habe, haben Sie da schon mal reingeschaut? Ja, ich habe schon reingeschaut. Okay. Sehr gut, gell? Gut, alles klar. Dann würde ich das jetzt nämlich auf den Weg bringen, so. Alles klar. Okay? Dankeschön. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Klaus Breunig ist, wie ich ihn immer bisher erlebt habe, auch aktuell. Er ist kämpferisch, er will rehabilitiert werden, er ist gesundheitlich massiv angeschlagen, aber er ist froh, dass jetzt ein Wiederaufnahmeantrag eingereicht werden kann. Und ich bin der Meinung, dass das, was ich an der Hand habe, ausreichend ist, um das Urteil zu torpedieren. Ist Klaus Breunig wirklich unschuldig? Was passierte damals? Wurden Ermittlungsfehler gemacht?
Und was genau hat es mit den umstrittenen Geständnissen auf sich? Die dreiteilige Dokumentation zum Fall Klaus Breunig sehen Sie in der ARD-Mediathek.